Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Um genau zu sein, dem letzten American Truck Simulator Video in der allerersten Woche, wo die neue Staffel begonnen hat. Heißt, das ist das letzte Video, was täglich kommt. Danach geht es dann regulär weiter mit diesem Profil am Samstag. Ich hoffe, dass du wieder eingeschaltet hast und wir fahren heute einen Auftrag, der da heißt, wir sind übrigens bei 38.000, wir fahren den besten Auftrag von der ersten Seite, vom Preis-Leistungs-, vom Preis-Strecken-Verhältnis her. Sprich, wir fahren mit einem Kenworth W900 Aero Cab Sleeper 625 PS stark, 466 Kilowatt, 18 Gänge hat der Ganze. Und wir fahren eine Industrielüftungsanlage von Denver mit den Maßen 43 Fuß mal 16 Fuß mal 10 Fuß und 66.138 Pfund schwer. Ich meine zumindest, das war die Bemessung für, oder war das, nee, Inch war glaube ich mit zwei Strichen, oder? Ja, es war richtig. Es war ein Fuß und nicht Inch. Achso, und du beabsichtigst einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hier begleiten. Sei vorsichtig und folge ihren Hinweisen und Vorschlägen im Route Advisor. Spezialtransporter wie diese halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. Richte besondere Aufmerksamkeit auf Folgendes. Vermeide jeglichen denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fracht zwischen ihnen. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr. Spurwechselmanöver. Zuerst fährt dann das hintere Begleitfahrzeug auf die eine Spur, dann das vordere und danach erst hier. Wir fahren von Denver nach, ich habe schon wieder vergessen, wo wir hinfahren. 290 Meilen, 63 Fuß mal 16 Fuß mal 10 Fuß von Denver nach. Muss ich selber wieder nochmal nachgucken. Von Denver Ultimus. Vom Air Cargo sogar, okay. Vom Air Cargo von Denver fahren wir die Interstate 70 gen Westen nach Grand Junction nach Costco. Ja, Nacht, das Ganze sieht so aus, ordentlich breit. Wir haben keine Rundumleuchte hier dran, haben aber ein langes Ding und vor allem ein sehr breites Ding. Wir lassen das mal diesmal jetzt in diesem Fall offen. Wir werden dort gegen morgen sein. Holen auch ordentlich hier aus. Eieiei. Es war so klar, dass ich dachte, ich hätte weniger Platz auf der rechten Seite. Da wäre noch massig Platz. Zum Glück nichts von der wertvollen Fracht beschädigt. Unsere Begleitfahrzeuge jetzt in diesem Fall sind zum Teil auch die Cops.
Wir haben zwei Unfälle verursacht. Geil. Geil, geil, geil. Schon mal über $1000 weg. Aus 1200 und jetzt wird das hintere Begleitfahrzeug gestern, glaube ich, erstmal der, wobei wir, glaube ich, erstmal von der Polizei erstmal dahin geleitet werden. Geht gleich auf die Interstate 70. Turn right. So, rote Ampeln müssen wir nicht beachten, das ist sehr schön. Stay left, then turn left. Turn left. Da müssen wir da Auffahrt. Oh, da haben wir einen längeren Zug. Oder ist es eine Metro? Ich weiß es gar nicht, was es sein soll. Kann ich auch. Ah, boah, das sieht auch geil aus hier mit der Beleuchtung. Ist ja noch verändert. Wie nice ist das denn? Das ist ja geil. Beim Airport, da war ich auch nicht. Da war es wahrscheinlich eine Metro gerade. Und 13.303 Dollar bekommen wir für die erfolgreiche Ausführung des Auftrags. Sprich, wir verdienen noch hier dran 12.000. Dann sind wir bei 79.000. Nicht schlecht. Wie gesagt, 118.000 benötigen wir für den Mac Anthem, dass wir uns den eigenen LKW kaufen können. Brücken durch. Right Lane Ends, ja. Schönes Ding, auch wenn wir keine. Was war das? Spurwechselmanöver. Wunderbar. Ja, bin ich doch. Hier ein Geschwindigkeitsmanöver. Wahrscheinlich gleich. Nee, wir bleiben noch weiter geradeaus. Warum dann wieder ein Geschwindigkeitsmanöver? Warum Dingsmanöver? Verstehe ich jetzt nicht. Stay left. Eben, ne? Stay left hier und so, ne? Wir fahren ja weiter geradeaus Richtung Grand Junction. War ja auf der Interstate 70. Bei der Interstate 70 in den Richtung Westen. Also so eine Eventwoche könnte es natürlich halt auch geben. Ne? Also nach der Folge 25 werde ich dann euch zur Auswahl stellen, was, wofür was ihr abstimmen könnt.
Und dann könnt ihr entscheiden, habt ihr, weiß ich nicht, 2-3 Tage Zeit, dass ihr das Ganze. Das einzige Problem, was ich gerade merke, was ich sehe, ist, dass das American Truck an einem Samstag kommt. Das heißt, wenn es dann zu dem Event kommt, wird ein Samstag dann ausfallen. Sprich, dass ihr, okay, dann habt ihr wahrscheinlich sogar noch mehr Zeit als 3 Tage bei American Truck Simulator. Bei Euro Truck Simulator 2 habt ihr dann halt ein bisschen weniger Zeit. Bleib mir auf der Spur, alles klar. Werden eh nicht schneller fahren als 45 Miles per Hour, von daher alles gut. Ach ja, schon gut, die rechte Lane, die endet so oder so, von daher sind wir schon auf der richtigen Lane. Wir halten uns weiter schön rechts. Schön auf der rechten Fahrbahnseite, damit, falls uns doch mal irgendwann jemand überholt, dass der genügend Platz hat. 235 Meilen noch. Wieder ordentlich was hoch zu kämpfen. Ein bisschen noch mehr rechtssicherheitshalber. Sicher ist sicher. So, im Dunkeln ist natürlich wieder. Ich glaube, wir hatten auch bei Euro Truck Simulator 2 bei der aktuellen Staffel, hatten wir, glaube ich, auch, dass wir bei der ersten Fahrt oder in der ersten Woche. Eierlinien ist hier mit 19 rum oder weniger. Okay, da. Nein, sag mal nicht, hier ist eine Straßensperre. Okay, nee, ist es nicht. Aber es ist hier ein Unfall auf der rechten Seite und wir sind überbreitet. Das ist super. Boah, das ist bei der Auffahrt. Das kann auch bei der Auffahrt sein, ne? Aber warum eiern die da nicht hier mit 20 rum? Achso, was ist für uns eine. Ich bin auch blöd. Klar, es ist für uns. Hätte ich auch drauf kommen können. Jetzt bergauf und muss dann jetzt hier so rum eiern. Ja, könnte doch noch eine lange Folge werden, doch länger als gedacht. Aber ich habe auch ganz vergessen, dass wir eh nur 45 Meilen Power fahren dürfen. Ja, genau. Kommen wir sogar wir mehr diesen kleinen Hügel hier rauf. Gut, wir haben auch nur 66.000 Pfund drauf. Und 16 Meilen pro Stunde, das ist echt fucking wenig. Und das wird gefühlt noch weniger. Als ob die KI nicht drauf klarkommt, dass hier Sachen gesperrt sind und die einfach weiterfahren können. Und wir sind an der Truck Brake Check. Eigentlich müssten wir uns ja hier doch mal ranhalten, dass wir mal hier rausfahren, die Bremsen checken. Auch wenn es im Vorhinein getan wurde.
Oh, jetzt hier in den Tunnel wieder rein. In, ich weiß gar nicht, welcher von den beiden das jetzt ist. Werden wir es vielleicht gleich sehen. Ja, der Eisenhower-Tunnel ist es. Müssen wir hier sogar noch die rechte Spur zumachen, weil wir sonst so nah am Tunnel sind, am Tunnelwand. Wir entdecken auch gleich auf der gegenüberliegenden Seite halt einen Aussichtspunkt, den wir bei den beiden Tunneln haben, einmal bei dem Eisenhower-Tunnel und bei dem, ich weiß gar nicht mal, was der andere für ein Tunnel war. Wurde ja nach zwei verschiedenen Männern benannt. Beziehungsweise amerikanischen Staatsbürgern. Wir haben einen Truck Break Checkpoint. Und wir dürfen erst nur 35 Meilen fahren, glaube ich. Genau. Fleißig weiter überholt. Die Karre ist da echt komisch am Bremsen. So stockend. Na klar. Weiter rechts, damit er hier auch wirklich vorbeikommt. Oder kommen könnte, der andere Kollege. Oder wir glauben, jetzt wäre er sich rechts einordnen, glaube ich. Hä? Wie das denn? Oh, sag mir nicht, der andere LKW hat sich dazwischen gemogelt. Der hat sich doch safe dazwischen gemogelt, der Assi. Und wieder geht's weiter hier vom Eisenhower Tunnel. Zum Glück wird hier mehrfach gespeichert, also haben wir nicht allzu viel verloren an Weg. Ganz gut das Tempo mit 35, mit der Engine Brake so ein bisschen spielen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht wieder so ein Kollege sich zwischen mich und das hintere Begleitfahrzeug pusht. Warum hat das das überhaupt zugelassen? Ob wir nicht so weit rechts rauskommen. Aber ich war doch eigentlich auch eher hier, also ich war nicht wirklich weit ab. Sondern ich habe eigentlich nur Platz gemacht, damit er überholen kann. Und dann sich hinten eingeordnet und dann kam plötzlich die Nachricht.
muss man natürlich auch Platz machen, damit man überholen kann. Ne? Also so, prinzipiell muss ich es nicht, aber ich muss halt aufpassen, wenn da jemand überholt, dass der halt nicht in die Industrielüftungsanlage fährt. Vor allem, wenn man es bei Nacht halt noch weniger sieht, ne? Um mal halt den Aspekt noch mit reinzubringen, die zwar für die KI komplett irrelevant ist, aber wir spielen es also aus. Dürfen wir jetzt wieder 45, wir dürfen jetzt schon wieder 50 Miles per Hour fahren. Dann beschleunigen wir mal wieder zumindest die paar Meilen pro Stunde, die wir schon erfahren dürfen, die 10. Dann noch ganze 154 Meilen bis Grand Junction, so war's. Da fahren wir hin. Da kommt unsere Industrielüftungsanlage. Ich werde da vorne wieder so wild gebremst, ey. Kostet auch nur alles Sprit und verpestet die Umwelt. Und es kostet auch noch Zeit. Und wie wir alle wissen, Zeit ist Geld. Es ist schon schön. Bei Tag wäre es natürlich noch nicer, wenn man mehr sehen würde, aber das werden wir mit Sicherheit auch irgendwann nochmal in dieser Staffel erleben, was für ein Schwertransport fahren, der bei Tag ist. Vielleicht sogar nächsten Samstag, wer weiß das schon. Aber irgendwann wird die Zeit soweit sein. Haben wir schön wieder durch diese massiven, ja, man kann es eigentlich schon sagen, Canyons und Flusstäler von Colorado. Eine wunderschöne Landschaft, sowohl bei Nacht, aber auch insbesondere tagsüber. Meilen noch bis Grand Junction. Okay, es wird jetzt hier noch ein bisschen langsamer, wobei wir fahren ja sowieso weit unter dem Speedlimit. Was heißt weit? Wir fahren unter dem Speedlimit. Wir dürfen eh nicht schneller als 50 Miles per Hour fahren. Das Gute ist, diese Tunnel, die wir jetzt durchfahren hier, in den Berg gesprengt und sich in den Berg gegraben haben. Die sind super weit, heißt, wir haben viel Platz auf der rechten Seite. Sodass wir nicht irgendwie die linke Spur auch noch einnehmen müssen.
ein Retarder hier drin. Ich habe es ja beim Auftrag davor, glaube ich, getestet, ne? Bei dem Holzstapler, wenn man Retarder dann an einem Western Star. Habe ich jetzt hier im Canyon West, glaube ich, in 900 noch gar nicht getestet. Eine 45 Miles per Hour Kurve voraus. Das passt dann ja perfekt. Dann fahren wir jetzt mal wirklich. Okay, was heißt, wir sind ja vorher auch durch 130 fahren. Aber dann fahren wir schon das Tempolimit drauf, was wir fahren sollen, dürfen, whatever. Dann dürfen wir im Prinzip wieder schneller fahren, aber nicht hier mit dieser Fracht, nicht mit der Industrie-Klimaanlage. Gleich bergauf, da haben wir erstmal schön wieder den einen Güterzug, höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, allerdings auch gut, dann sagen wir lieber, wir sind ein Zug, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Güterzug ist, ist glaube ich größer, als dass es ein Personenzug ist, würde ich so einfach mal so spontan behaupten, wir sind ja schließlich in Amerika. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. 75 Meilen noch. Ah, diese KI, Mensch. War das schon immer so? Oder kommt mir das gerade einfach nur so crazy vor, weil ich halt zuvor einfach mal 5 Folgen am Stück gefahren bin? Wo wir nicht irgendwie hier die Probleme hatten, weil wir einfach keinen Spezialtransport hatten. Ich glaube, es liegt wahrscheinlich eher daran, dass mir das ja jetzt noch so umso mehr auffällt. Sind wir jetzt auch schon bald da. Ja, bald ist gut, wir haben noch ordentlich Fahrt vor uns. Schon wieder schlängelt sich ja sowieso nicht nur ein Fluss entlang, sondern auch noch ein Dings, eine Zuglinie, deswegen haben wir auch ab und zu mal hier die Zughörner. Also die Zugfanfaren. Das ist glaube ich die passende Beschreibung dafür. Die passende Beschreibung. Für das passendere deutsche Wort für meine Güte. Sind wir bald sehr, sehr nah an unserem eigenen Truck, ne? Also das könnten wir im Februar werden wir unseren eigenen Truck haben, hier in American Truck Simulator. Over the limit? Nope. Also vielleicht oversized, aber nicht over the limit. Ne? Oversized haben wir. Aber wir sind nicht over the limit, wir sind komplett im Limit. Boah, auf einmal jetzt so hell hier. Da leuchtet gleich das ganze Zimmer. Ein bisschen weiter wieder jetzt rechts halten. Damit die letzten Meter, beziehungsweise die letzten Meilen auf der Interstate 70 fahren. Nach Grand Junction. Ich glaube, wir haben noch, glaube ich, so knapp
unter 30 Meilen, bis wir dann in Grand Junction sind und die Ausfahrt nehmen müssen. Rechts war dann glaube ich mal ein Zug. Ich weiß gar nicht, ob wir in Clow... Nee, in Grand Junction, wir fahren nach Grand Junction. Clow, es war davor. Boah, davor. Who knows? Ich weiß gar nicht, ob wir in Grand Junction eine Zug... eine Bahnlinie überqueren. Werden wir dann sehen. Hier eine Lieferung erfolgreich abgeliefert. Haben wir Prozente? Ne, wir haben keine Prozente auf die Fracht. Obwohl wir halt ganz am Anfang, nachdem, als wir rausgefahren sind, halt leider einmal am Führerhaus, am vierten Häuschen hängen geblieben sind, als auch zwei Unfälle beim Linksabbiegen hatten. Da musste ich dann beim nächsten Mal, wenn wir so einen Spezialtransport haben, dran denken, dass ich... Was ich sage, dran denken. Da muss ich einfach mehr und weiter ausholen. Auch bei der Linkskurve viel mehr nach rechts. Aber eigentlich ganz gut geschätzt, dass wir noch 30 Meilen fahren, bis wir die Ausfahrt nehmen. Diamond Interchange. Und dann sind wir jetzt auch hier gleich bei... Ich kann den Namen nicht erkennen und ich habe auch den Namen wieder vergessen. Aber ihr wisst es ja selber. Da ich es ja schon mal eingeblendet hatte. Schön weit ausholen. Genau, Costco war das. You have arrived at your destination. Ich wollte noch was ausstellen, deswegen machen wir es einfach mal eben jetzt, bevor ich es wieder vergesse. Da. Aus damit. Das war so klar. So viel Platz auf der rechten Seite, den Platz kann ich ruhig mal nutzen. Den muss ich sogar nutzen.
das ernsthaft jetzt gar nicht an. Machen wir es noch mal kurz an. Na ja, war es gerade ganz kurz. Machen wir es auch noch mal kurz aus. Und kassieren danach das Geld. Dann laden wir mal ab. Beenden die Fahrt und kassieren das Geld. Auftrag erfüllt. Achievement Unlock 1-2-3 Breeze. Das erste Mal, dass ich auch mal diese Fracht, diesen Spezialtransport und diese Fracht ausgeliefert habe. Spezialtransport erledigt, die gefahrene Strecke 290 Meilen. Wir haben 8 Stunden dafür benötigt, 61 Gallonen verbraucht, 13.303 Dollar damit verdient wird, haben 1429 Erfahrungspunkte bekommen und sind jetzt Level 6. Das heißt, wir können jetzt auf wirtschaftliches Fahren gehen. Das Erlernen treibstoffsparender Techniken wird helfen, deinen Verbrauch zu minimieren. Insbesondere bei Rang 1 wirst du 10% Kraftstoffersparnis bei Fahrten mit und ohne Auflieger. Das kann man bis auf 35% erhöhen. Wir gehen auf Rang 1 und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sind bei 80.500 Punkte. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wir schauen mal nach, was uns am Samstag erwarten könnte. Am Samstag wieder ein Spezialtransport. Die Spezialtransporter sind aktuell die bestbezahlsten. Heißt, wir fahren im nächsten Video einen weiteren Spezialtransport, dann allerdings mit einem Kenworth W900 Aero Sleeper, 625 PS stark, eigentlich genau so dasselbe wie jetzt gerade eben auch. Halt nur in diesem Fall fahren wir, ne, wir fahren auch schon wieder von Denver, wir fahren einen großen Vorratstank mit 26 Fuß mal 16 Fuß mal 14 Fuß, der ganze 77.161 Pfund schwer ist, wieder von Denver nach Grand Junction wieder 92 Meilen. Dafür bekommen wir dieses Mal allerdings 2000 Dollar weniger und nur 11.784. Aber es ist halt der Beste von der Seite. Prinzipiell wäre der Beste von den Besten, wäre eigentlich entweder Baumstumpffräse oder ein Forstmulcher von Clovis nach Farmington und Alamosa. Aber wir gehen ja von der ersten Seite aus. Deswegen nehmen wir dann am Samstag fahren wir dann wahrscheinlich diesen Auftrag, falls der nicht irgendwie auf mysteriöse Art und Weise halt nicht mehr dort ist, weil es ein Map-Update gab oder whatever. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator Video wieder.